Willkommen zurück hier bei Alice Madness Returns. Wir stehen mit dem Rücken zur Themse am Hafen von London vor einer Spelunke, in der, nun ja, etwas zwielichtige Gestalten unterwegs sind, die uns auch nicht reinlassen, was vermutlich auch gar nicht so schlecht ist. Wir sollen dem Kätzchen weiter folgen. Wir haben es wieder gesehen. Was haben wir hier? Das East End ist lausig, wenn es um Spektakel und Schau, Feuerschlucker und Freaks geht. Dieses Schmierenstück wird blutrünstig, grell und melodramatisch sein. Gewürzt mit schlüpfrigen Liedern. Das Publikum genauso roh und... Da ist der Text zu kurz. Tja, schade, das hätte mich noch interessiert, was da ist. Der Walrussmann. Walrossmann, der einen Fisch isst. Na, super. Den Unersättlichen. Ach so, das ist gar kein echter Zirkus, sondern es ist so eine Freakshow. Karneval der Außergewöhnlichen da oben. Oder der anderen. Was haben wir hier? Hier war doch auch noch was. Paralytische Abhängigkeit hält Trinker davon ab, ein normales Verhältnis zu Starkgetränken zu haben. Sie schalten Angst und Scham aus und ebnen Verzweiflungstaten den Weg. Frage mich, was aus Pris geworden ist. Tja, ich würde mich... Wo ist mein Geld, du dreckiger Mistkerl? Schick diese fettärschigen Schlampen auf die Straße oder dein Hirn bekommt Frischluft. Verpiss dich, du Schwanzlurch. An Long Tim kommst du nie vorbei. Ich krieg, was du und deine Flittchen mir schulden, du Twitterhexe. Wirst schon sehen. Wie du vielleicht bemerkt hast, nässe ich mich deswegen nicht gerade ein. Alice Little. Was eine nette Abwechslung. Beweg dein derangiertes Selbst die Treppe rauf. Ob das Pris ist? Da fällt ein Trinker einfach mal um. Und ich glaube, wir müssen jetzt durch die Hintertür in dieses Etablissement hinein. Weil vorne kommen wir, denke ich, immer noch nicht vorbei. Und das könnte doch Pris gewesen sein. Aber was hat Alice mit einer Prostituierten zu schaffen? Hier schon wieder dieser Zirkus. Und haben wir hier noch irgendetwas zum Anschauen? Ein Pferdchen? Nein, wir müssen dort hinein. Tim meinte mal, er würde bestimmt von einer ansteckenden Krankheit dahingerafft. Hätte wohl nicht gedacht, dass ihr Name Jack Splatter lautet. Was auch immer. Und jetzt sind wir hier in diesem soliden Etablissement drinne. Hier hinten im Weinkeller. Und hier sind überall solche Meerjungfrauen und Netze. Und Meerjungfrauen mit Netzen. Richtig, das wäre falsch, ja. Also was ist denn? Und das Klavier spielt von ganz alleine. Hier gab es scheinbar eine Prügelei oder Sauftour. Wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt. Interessant. Ich will nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Da hinten gibt es eine Prügelei. Komm schon, da hat meine Oma mehr Bums. Du kannst alles auf der Karte bestellen. Bekommen wirst du allerdings nur schales Bier oder magenzersetzenden Gin. Was war das denn? Da unten liegt auch einer. Und schläft seinen Rausch aus. Ach, das ist nur eine Prügelei, so eine Kneipenschlägerei. Ob das der richtige Ort ist für Alice? Das wage ich irgendwie zu bezweifeln.
Da regnet es am Fenster. Kann man die Bilder hier anschauen? Da sind auf jeden Fall Frauen und ein Haus. Ich fackel dir die Hütte ab, wenn du mir nicht gibst, was mir zusteht. Verschwinde! Sie hat nichts getan! Sie hat meine Gefühle verletzt. Die Sau. Wir sind zurück im Wunderland, in Tundravoll, in einer Eisregion. Die kenne ich ja nur noch gar nicht. Und hier ist gleich ein versteckter Weg. Und diese Person hat Alice K.O. geschlagen und wir haben gesehen, dass dort neben ein Feuer ausgebrochen ist. Ich hoffe einfach mal, dass diese Frau, wer auch immer das war, sich um Alice kümmert, um Alice Körper. Und sie nicht dort wieder verbrennen oder wieder im Feuer lässt. Also sie war es vermutlich bisher noch nicht, aber dass Alice nicht schon wieder im Feuer steckt. Was haben wir hier? Yetis und Tod. Ach, da unten ist ein Schnark. Können wir den von hier aus treffen? Nee. Aber ich würde irgendwie gerne dort rüber, um mir erst noch die Zähne zu holen. Dadurch, dass wir ja auch noch schon ein, zwei Male in Mysterie waren, haben wir natürlich auch schon... Oh, da habe ich einen vergessen. Na, ist egal. Bevor ich jetzt da runterfalle. Hallo Schnärkchen. Okay. Kann ich diese Sterne eigentlich kaputt machen? Ach, okay, ich kann die Sterne kaputt machen. Hätte ich das mal gewusst. Mal gucken, ob ich, wenn ich jetzt hier rüberspringe, wo ich jetzt wieder starte, wenn ich jetzt hier runterfalle. Sehr gut. Genau das wollte ich, denn hier oben waren ja auch Sterne. Wir haben auch noch den anderen Stern. Anderen Zahn, so rum. So. Und der Schnark ist hier in dieses Eis gesprungen. Und da hinten ist eine riesige Flasche mit einem Schiff drinne. Der Mond raucht. Die Nordlichter. Oh, ist das ein schönes Bild. Oh mein Gott, ist das ein... Schade, dass schon wieder die Frisur im Weg ist. Ups, das wollte ich gar nicht. Das ist ein schönes Bild. Hier sind wieder ganz viele von den Verfall-Jungs. Und wir haben nicht erfahren, was es mit diesem Verfall auf sich hatte. Und dort vorne ist eine... Eule? Ach, du meine Fresse. Okay, erstmal die Kleinen wegmachen. Taste. Okay. Mal die falsche Taste. Ich will jetzt mal wieder. So, dann wirf mal. Wir sind ganz alleine.
So. Tja. Ja, jetzt, wenn du nämlich alleine bist, ist nämlich keine große Gefahr. Oh. Außer ich stelle mich einfach ein bisschen zu dumm an. So. Was ist das denn? Ein riesiger Yeti. Und diese Eule hier, eingefroren. Ist das eine Eule? Sieht so aus wie eine Eule. Aber aufgeschlitzt. Man kann halt wirklich reingucken. Könnt ihr jetzt, wer von euch Tierphysiologie kann, kann jetzt hier schön die Organe verfolgen. Und was ist hier? Hier ist auf jeden Fall was hinter. Aber da kommen wir noch nicht rein. Oder kann ich das vielleicht aufbomben? Ja. Hier ist noch eine Flasche. Wir müssen also uns auch ab und an den Weg freibomben. Gut zu wissen. Ich schätze mal, dass dieser Yeti uns wegpusten würde. Ich höre hier irgendwo eine Schnauze. Wo ist sie? Aber hier geht es auch lang. Auf jeden Fall muss ich nicht rüberspringen. Vielleicht sehe ich dann die Schnauze besser. Da unten. Gesundheit. Ah, ein Körbchen. Da hinten bröckelt das Eis runter. Ist auch sehr schön gemacht. Dass das halt ja nicht einfach nur so statisch ist, wo der Schnark reingesprungen ist, sondern dass das wirklich auch der Physik unterliegt. Haben sie sehr, sehr schön gemacht. Und dort hinten müssen wir scheinbar hin, zu diesem Schiff. Und das Wunderland hat sich auf jeden Fall angepasst an das, was Alice zuletzt gesehen hat. Das war Eis, das waren Schiffe, das waren diese Schnarks. Boah, das war knapp. Und dort ist... Ist hier noch irgendwas? Da ist der Mond wieder. Oder immer noch. Achso, ja. Und hier ist noch so ein Vogel. Der jetzt aber aussieht wie ein Papagei, der auch aufgeschlitzt ist, einmal ringsherum. Sehr skurril. Und hier geht es zum... Das sieht aus wie ein Rind mit Hut. Ach, die Mock Turtle ist doch... Die hatte doch so einen Captain's Hut auf. Ob wir die Mock Turtle jetzt wieder treffen? Oh, hier ist eine Rutschpartie. Auf ein riesiges Schachbrett und wir haben... irgendetwas Neues gefunden. Ein Steckenpferd. Soeben halten. Das Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegner rein. Einfach umwerfend. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Und wie setze ich das jetzt ein? Ach, der Schnark. Hallo Schnark, Eisschnark. Oh, ich sollte vielleicht erstmal schauen, wie man das verwendet. Ich gucke mal ganz schnell. Oder ich mache einfach hier jetzt mal einen Cut. Und das, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich herausgefunden habe, wie man das Steckenpferd verwendet.
Tschö. Okay, das ging auch so viel einfacher, aber da kommt noch einer. Da kommen noch zwei. Tschüss.